Ich war damals zuständig für die Archäologie des Mittelalters im Kanton Bern. Und die Baustelle war eine völlig unbedeutende, weil man wollte einen Riss in dieser Staumauer, in dieser künstlichen Mauer flicken. Und deshalb hat man hinter der Ecke, unter dem barocken Pavillon, angefangen zu graben. Man hat einen Schacht gemacht, im Schachtverfahren, und alle 2 Meter wieder gestoppt, betoniert, runter, betoniert, runter, betoniert, uninteressant, bis plötzlich die Bauarbeiter den Polier gemeldet haben, um Himmels Willen, es kommen Köpfe, es kommen Beine, es kommen Körper von Figuren zum Vorschein. Und im Anschluss konnten wir gegen 500 Fragmente spätmittelalterlicher Figuren sicherstellen. 1421 baut sich Bern als eine der letzten Städte in Europa seine Kathedrale, das heutige Bern und Münster, und plant ab den 1480er Jahren gegen die Aare hinunter eine künstliche Terrasse zu bauen. Zu diesem Zweck baut man eine Staumauer, eine Stützmauer, und hinterfüllt die dann mit Material. Insgesamt 70.000 Kubikmeter sind nötig. 1528 ist man in der Mitte angelangt und da kommt dieser Bildersturm und benutzt dann die aus dem Münster entfernten Figuren als willkommene Kubatur, um mit dieser Auffüllung rascher voranzukommen. Man hat sicher ganz bewusst diese Figuren zerstört, man hat ihnen die Köpfe abgeschlagen, man hat sie dann natürlich auch in einigermaßen zerlegbare Teile auseinandergenommen und diese Einzelfragmente dann einfach den Hang hinunterrollen lassen. Da ging man mit sehr viel Gewalt vor und man merkt wirklich immer auch, dass es auch ein bewusster Akt, fast wie ein Morden an diesen Figuren ist, weil man sie auch ihrer Macht berauben wollte. Die Figuren erregten einen großen Ärger bei den Leuten, weil das sich um Privatstiftungen handelte. Die Leute, die die gestiftet hatten, hatten das zu ihrem eigenen Seelenheil getan. Sie glaubten daran, dass wenn sie solche Stiftungen machen, dass sie eine kürzere Zeit im Fegefeuer verbüßen müssen und dann schneller in den Himmel kommen. Also diese bevorzugte Stellung für die Reichen, das hat natürlich den Ärger erregt der Leute, die nicht das Geld hatten, sich solche Stiftungen zu richten.